Today we are going on a sightseeing tour of Munich with Tim and Pierre. Not without a few difficulties, of course. Look, listen, and you will understand German. Pinakothek. Nymphenburg. Ha, Nymphenburg. Deutsches Museum. Deutsches Museum, Nymphenburg, Pinakothek. Man spricht Deutsch. Ich nehme diesen Bus. Warum? In diesem Bus wird alles auf Deutsch erklärt. Ich möchte Deutsch lernen. Man spricht Englisch. Ich nehme diesen Bus. Warum? In diesem Bus wird alles auf Englisch erklärt und ich spreche nicht so gut Deutsch wie du. Bitte? Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Pierre's coach has reached the first stop on the sightseeing tour, the Deutsches Museum, where man's great inventions are on display. Wir gehen jetzt ins Deutsche Museum. Was sehen wir im Deutschen Museum? Technik. Technik. Vom Anfang bis zur Gegenwart. Ich interessiere mich sehr für Technik. And now Tim's coach has reached its first destination, the old Pinakothek, a well-known collection of European paintings. Which of the two is going to get into difficulties? Tim in the art gallery here, or Pierre in the Deutsches Museum? Was ist das? Das ist der erste Dieselmotor. Diesel? Rudolf Diesel. Das ist Rudolf Diesel. Ah, Diesel war ein Deutscher? Ja. Aber die Erfindungen hier sind nicht nur von Deutschen, sondern von Menschen aus allen Ländern und Kontinenten. Darf ich zuschauen? Aber bitte. Sind Sie auch Maler? Nein. Aber ich interessiere mich sehr für Kunst. Besonders für diese. Für Malerei. Für Malerei. Diese Bilder hier sind nicht alle von Deutschen. Nein. Sie sind auch von Franzosen,
Italienern, Spaniern und von Niederländern. Aha. Dieses Bild ist von Albrecht Dürer. Ja, Dürer. Aha. Die Bilder sind ganz gleich. Finden Sie? Mhm. Dieses Bild ist so schön wie dieses dort. Oh nein, das ist eine Kopie. Das dort ist das Original. Die Kopie ist so schön wie das Original. Oh. Sind Sie fertig mit der Kopie? Ja, ich bin fertig. Sind Sie fertig? Ja, ich bin fertig. Können Sie mir das Bild halten? Ja, gerne. Danke. Bitte warten Sie hier. Ich bin gleich zurück. Aha. Das ist sehr interessant. Sehr interessant. Bitte kommen Sie mit. Das ist eine Kopie. Das ist kein Original. Wo ist das Original? Ich weiß es nicht. Ein Mann hat das Original genommen. So, bitte kommen Sie mit. Wo ist mein Bild? Kommen wir zum Schloss Nymphenburg. Sehen Sie, das ist das Schloss Nymphenburg. Können Sie mir das erklären? Das ist eine Kopie. So. Und warum haben Sie die Kopie? Sind Sie Maler? Nein, ich bin kein Maler. Ich interessiere mich für Malerei. Bitte erklären Sie, wem gehört das Bild? Wem gehört diese Kopie? Ich weiß nicht. Die Kopie ist gut. Die Kopie ist so gut wie das Original. Und wo ist das Original? Ich weiß nicht. Ein Mann hat es genommen. Ein Mann? Ja, ein Mann. Ein Mann wie Sie. Wo ist mein Bild? Bitte? Wo ist der junge Mann mit meiner Kopie? Ich weiß nicht. Ach, da. Da ist er. Danke. Das ist meine Kopie. Aber wo ist das Original? Wissen Sie das? Er sagt, er weiß es nicht. Da. Hier. Das ist das Original.
Ich habe das Schild repariert. Hm. Sehen Sie? Warum haben Sie das nicht erklärt? Tja, ja, warum hast du das nicht erklärt? Ich spreche nicht so gut Deutsch wie du. Ja, ich weiß, er spricht nicht so gut Deutsch wie sein Freund. Aber er interessiert sich sehr für Malerei. Dieses Bild ist von Dürer. Mhm. Und wer ist das? Das ist Albrecht Dürer selbst. Rather a strenuous German lesson for Tim. For us, it's...